Jo, hallo und herzlich willkommen zurück oder zu Die Banner Saga 3. Nachdem ich jetzt die letzten zwei Teile gespielt habe, werde ich natürlich noch den dritten Teil spielen. Und wir gehen eben jetzt ja, in die dritte Runde. Ich mache noch schnell mein Wappen. Ich will noch das Katzenwappen wieder haben. Das war sehr lustig auf jeden Fall. Moment. Okay, ich hab's. Wir gucken aber uns noch die Zusammenfassung an. Wir wollen natürlich wissen, was beim The letzten Mal sun passiert ist. suddenly stopped in the sky. Calamity followed. Stone-armored dredge poured out of the north. A darkness bled across the land, and a world-devouring serpent carved chasms in search of something. The races of Men and Varl fled south in vast caravans, dealing with the dredge general Bellower and the treachery of Borsgaard's governor, Rugger, to eventually arrive at the human capital of Arborang. Rugger's scheming and old rivalries with the king of Arborang poisoned their chances for safety. Can they restore the peace before the city turns on itself? Juno and Eivind, powerful spellweavers who claim they can turn back the darkness, continued on to the Valka libraries, where a terrible confrontation left Manahar in ruin. The spellweavers now have no choice but to push into the darkness itself, protected only by a spell of light and a reluctant crew of mercenaries. Will they be able to drive away the darkness before all of Arborang and humanity is swallowed up? And at what cost? One way or another, the saga comes to a close. Okay. Ich werde auf jeden Fall die Sachen noch mal im Stream spielen. Da muss ich noch gucken, dass ich das da mal durchziehe. Und weil ich will noch ein paar Folge schaffen in 1 und 2. Aber wir fangen natürlich noch We were as an. far from safety as we could have been. Me, Rook and Alette, in a small town of Skor. So much has changed since then. We traveled the length of the world to escape serpents and dredge. And still it was not enough. What I do now is madness. Somewhere in the darkness, I've been told, lurks an answer to all our desperate questions. I will make sure it sees the light of day. All I care about now is that the friends, no, the family I fought to deliver to Arborang, live to see the sun move again. Kapitel 16. Der wahre Held wird wider Willen. Oder so. Arborang. Oh, die Saga geht zu Ende. Es ist so, wie ich es zurückgelassen habe. Ah, okay. Ich kann auf Heroes drücken. Klicke meine Einheit, um ihre Werte anzusehen. Oh, die wurden alle befördert auf Stufe 8. Aber wie geil. Leichter Schritt. Kann sich über seine durch Verbündete hindurchbewegen. Okay. Wir verbleiben bis meine 5-7. Okay. Ah, okay, könnte ihn be oder? Ich kann nichts mehr machen. Root kann ich aber. Wieso kann ich Rook denn bitte verbessern? Kann ihn nicht verbessern. Kann ihn nur befördern. Ich kann aber Hogun befördern. Auf Ausweichen eine Stärkeangriff. Glückstreffer. Trefferbonus.
Chance auf Durchbruch, ausweichen eines Rüstungsangriffs. Oh ja, ablenken, komm. Bestätigen. Eirik. Ihr kriegt auch was. Ihr kriegt erstmal eine Kette noch mehr. Abducken. So, bestätigen. Hakon. Kann ich auch noch befördern. Für 19. Okay. Ich hätte auch noch 4 Punkte mehr. Ich glaube, ich mache bei ihm auch hier Bonustrefferchance. Oder ausweichen. Ah nee, ich mache hier Glückstreffer, komm. Essen Wahl, er muss dem widerstehen können. Kanari. Die war schon Stufe 8, glaube ich mal. Der Trio, die kriegt aber noch ein paar Bonis. Bestätige ich mal. Gebe ich ihr kritischen Treffer. Durchbruch, komm. Bestätigen. Arkon. Vorschub. Aber wahrscheinlich, wenn ich ihn noch befördern kann. Ich könnte es mir vorstellen. Den Rest tue ich mal später verbessern. Wenn es soweit ist. Du bemerkst einen einzelnen weißen Vogel, der über dir schwebt, wie ein Drachen. Wie lange hast du schon keinen Vogel mehr gesehen? Rook. Wir haben den Rambok schon fast wieder fertig. Aufgestanden. Du bist erschöpft. Die Tore von Aberrang sind für dich und viele andere Flüchtlinge geschlossen und du hast dich jetzt einem schweren Kampf angeschlossen, um das zu ändern, sowohl wörtlich als auch bildlich gesprochen. Was machst du? In die Wolken starren? Lass mich in Ruhe, Ruger. Ich bin noch nicht völlig von mir überzeugt, was wir hier machen. Ganz durchdenken. Lieber nicht. Zwischen uns und Aberrang steht eine Mauer, ganz einfach. Ach, diesen Blick kenne ich. Warum sollte ich mich ausgerechnet auf Rugers Seite schlagen? Weil ich immer das Richtige tue, Rook. Du kannst einfach nicht anders. Und du kannst auch nicht zulassen, dass König Minor 4000 von uns im Stich lässt, während am Horizont die Wüter drohen und die Dunkelheit näher rückt. Ich mache es dir leicht. Sobald wir durch diese Mauer durch sind, gehen wir getrennter Wege. Du wirst den Statthalter von Boersgard nicht wiedersehen. Ist das ein Versprechen, Rugger? Hängt davon ab, ob wir heute Erfolg haben. Du weißt, ich stimme ihm nur ungern zu, aber Rugger hat recht. Wenn wir jetzt versagen, war alles umsonst, was wir bisher geschafft haben. Was haben wir vor? Auf meinen Befehl zünden Clanmitglieder weiter hinten an der Mauer Feuer an. Das sollte ihre Aufmerksamkeit von den Toren ablenken. Bogenschützen hinter meine Schilde, wenn sie den Rambok vorwärts wuchten. Wir werden uns mit Schwertern und Äxten erwarten. Deswegen bist du hier. Wer weiß, vielleicht legen sie allein vom Anblick des Helden von Skogere die Waffen nieder. Und wenn die Tore wieder halten? Sogar wenn wir uns mit Gewalt hindurchkämpfen. Diesmal nicht. Verlass dich drauf. Wenn du nur deine Pferdeleute daran erinnerst, auf wessen Seite sie kämpfen, ja? Sie machen uns andere ganz unruhig. Sein Grinsen ist so verzerrt wie das einer Hyäne und kein bisschen beruhigend. Er bellt einen Befehl und die Kämpfer beginnen sich zu formieren. Okay. Ja gut. Ein Trick wie. Den verbessere ich jetzt auch mal. Soweit. Trick wie Heißkette. Kritischen Treffer, okay. Eine Bonustrefferchance und Widerstand von einem Rüstungsschaden. Komm, zack. Speermeister, Oddlife. Gib ihr mal kritischen Treffer. Abducken.
Und durchbohren. Bestätigen. Ort ist dann gut. Nit gebe ich auch noch was. Den Durchbruch. Rüstungsschaden auf jeden Fall. Aus Aufweichen eines Todesstreichs. Regeneration von plus 1 Willen pro Zug. Sturheit. Boah. Okay. Mogre. Oh, ups. Da habe ich jetzt zu viel gedrückt. Zack. Und Griff. Okay. Dann Roech. Und Scatter. Die sind ziemlich gut. Aleo. Er kann verketten. Er kriegt hier Stärke und Abducken auf jeden Fall. Oh, Ausweichen eines Stärkeangriffs, ja. Das ist wichtig. Okay, Hakon habe ich mit drinnen, aber er kann nicht besser werden. Aktuell. Dann nehme ich wieder Szenari mit rein. Oder Kenari, je nachdem, wie man sie ausspricht. Und ich glaube, ich nehme. Komm, ich nehme Griff mal mit rein. Bereit. I'm ready. For this. Einer von uns muss durch das Tor. Bleib zurück. Okay. Die Wahl findet das bestimmt nicht so geil. Feuergrube. Er rastet mal. Eirik. Wie weit kann er denn den Bären beschwören? Er könnte den Bären ins Feuer beschwören. Okay, er hat den Schaden einfach hingenommen, einfach absorbiert. Kommen sie alle näher. Hakon bleibt mal so. Ach, die hat nicht so viel Reichweite. Er rastet mal. Mist, Rook muss halt durchs Feuer gehen. Oh, bei. Ich kann auch dahin, um den Typen da anzuschießen. Sobald jemand durch das Tor kommt, können wir diesem Kampf ein Ende machen. Okay.
könnte auch den Bären einfach da durchschicken. Schaden zwischen Stärke und Rüstung gegen bis zu 3 benachbarte Ziele des Bären. Oh, geht auf Harkon. Oh ne. Harkon kann nirgendwo durch, also rastet er erstmal. Arme Bär. Oh, Harkon kann ja Vorschub eigentlich machen. Muss Blut eigentlich mal mehr geben als eine 4. Ich hätte auch den Flegel machen können. Mist, das habe ich ganz vergessen. Eirik, weg mit dem. Komm, Bär. Ja, lauf einfach durchs Feuer. Dann in die Hände von Harkon. Da ist man auf jeden Fall immer gut aufgehoben. Nein, der Bär. War der Heimtücke. Nein, der Bär ist schon wieder tot. Diese Schweine. Komm hoch und töte ihn. Das Tor darf nicht fallen. Wir brauchen mehr Krieger am Tor, zu den Waffen. Drängt sie zurück. Harkon kann aktuell nicht viel tun. Aber sie kann was machen. Oh, ah Mist, Gris kann auch nichts tun. Ich muss halt Rooks erstmal wegbewegen. Oh, der ist tot. Yeah.
Ich würde mich an denen natürlich auch hochfarmen. Ich kann eigentlich auch immer Vorschub benutzen. Wir brauchen mehr Krieger am Tor zu den Waffen. Weg mit dir. Nicht aufgeben. Wenn Rook wieder gefoltert wird, das sehe ich schon. Oh, Riemenfestling, cool. Weiter Druck machen. Ich sehe, er kommt da nicht durch. Oder? Brauchen wir Krieger am Tor zu den Waffen. Okay. Los, Harkon. Wir sind drin, reiß die Türen auf. Okay. Die Feinde sind tot, zu deinen Füßen. Eirik kann befördert werden. Und Ansehen. 23, nice, minus 11 Vorräte. Eine kurze Kampfpause gibt dir die Gelegenheit, die Taten deiner Verbündeten zu bewundern. Als Abrang-Verteidiger fallen, huscht ein boshaftes Lächeln über Rogers Gesicht. Du machst dich bereit für das, was er im Schilde führt. Brüder, wir mussten noch nie unseresgleichen töten. Roger brüllt und dreht sich herum. Und damit alle ihn hören können. Wenn dies nötig ist, um uns alle zu vereinen, dann soll es so sein. Er kreuzt die Handgelenke über dem Kopf, während er sich Abrangs Wache nähert. Die misstrauisch mit ihren Waffen klappern.
Otleif seufzt und ihr Bogen ist noch immer gespannt. Welche tückische List kommt jetzt? Rukas Hände werden gefesselt, seine Kämpfer ziehen sich zurück und sind nicht sicher, was passiert ist. Stunden später trifft endlich eine Antwort ein. Mit einer großen Überraschung werden die Tore geöffnet. König Meinolf hat angeordnet, dass die Kämpfe eingestellt werden sollen. Er heißt alle Flüchtlinge der Stadt willkommen, ruft ein in Abrangsfarben gekleideter Mann. Doch als Befehlshaber seiner Wache warne ich euch, stellt seine Großzügigkeit nicht auf die Probe. Ah, Gate, okay.